Hallo und herzlich willkommen zu Sei achtsam. Hast du einen stressigen Joballtag, viele Termine, viel in deinem Kopf? Kommst du wenig zur Ruhe während deiner Arbeitszeit? Häufig sitzt dein Stress in der Hüfte und im Kieferbereich. Mit dem Achtsamkeitstraining, wo du ganz präsent ins Hier und Jetzt kommst und mehr wieder in deinen Körper hinein und raus aus deinem Kopf sozusagen, können wir diese Blockaden im Hüftbereich und im Kieferbereich lösen. Ich möchte dir hier eine Übung jetzt gleich zeigen, die für deine Hüfte ist. Die kannst du am Schreibtisch direkt machen. Wichtig dabei ist, dass du wirklich ganz aufgerichtet sitzt, ja, und dass wirklich der Bauch entspannt ist, damit die Energie und die Atmung fließen kann. Setz deinen linken Fuß auf und versuch, den rechten Fuß über dein linkes Knie zu bringen. Richte dich nochmal auf. Achte darauf, dass deine Schultern weg von den Ohren sind und dass die Schulterblätter leicht zusammengezogen sind. Dann nimm deinen rechten Ellbogen und drück damit ganz sanft dein rechtes Knie runter und beug dich nach vorne. Halte den Rücken dabei gerade. In der Position schließ deine Augen und genieße den leichten Dehnungsschmerz. Du merkst jetzt schon während der Übung, wie sich deine Hüfte öffnet. Halt die Position. Wenn Gedanken kommen, was völlig normal ist, schieb sie beiseite und kehr immer wieder zu deiner Übung und in deinen Körper wieder hinein. Mit der nächsten Ausatmung richte langsam deinen Oberkörper wieder auf und leg den rechten Fuß ab. Schließ für einen Moment die Augen und dann spür nach. Du merkst wahrscheinlich, dass sich jetzt die rechte Hüfte anders, geöffneter, weicher vielleicht anfühlt als deine linke. Es geht dabei darum, dass du ja mehr in den Körper hineinkommst und mehr als Beobachter in deinen Körper hineinspürst. Und dann wechseln wir zur anderen Seite. Nimm deinen linken Fuß und leg ihn auf dein rechtes Knie ab. Achte wieder auf eine gerade Sitzposition. Denk an deine Schulterblätter, die sind ganz leicht zusammengezogen und die Schultern sind weg von den Ohren. Nimm dann deinen linken Ellbogen und drück den ganz sanft auf dein linkes Knie. Beug deinen Oberkörper nach vorne und wenn du dann deine Grenze wahrgenommen hast, wo du einen leichten Dehnungsschmerz spürst, schließ deine Augen wieder und spür wieder hinein. Wenn du magst, kannst du dir auch vorstellen, dass du in deine Dehnung jetzt hineinatmest. Für ein paar Momente. Lass deine Atmung dabei lang und ruhig fließen. Mit der nächsten Ausatmung beugst du dich auch wieder ganz langsam, achtsam nach oben, richtest dich auf, setzt den linken Fuß ab. Nimmst deine Hände auf deine Oberschenkel, dreh deine Handflächen Richtung Decke, schließ deine Augen nochmal für einen Moment und spüre auch wieder nach. Vielleicht kannst du sogar Wärme wahrnehmen im Hüftbereich. Nur wahrnehmen, was da ist. Diese Übung kannst du jeden Tag zwischendurch während deiner Arbeit machen. Die wird dir gut tun. Ich wünsche dir noch einen achtsamen Tag.